Einmal damit angefangen, komme ich nicht mehr davon los und mag es aber auch nicht mehr aufgeben. Faszination Audi bedeutet für mich Design, die sportliche Silhouette von den ganzen Fahrzeugen und dann aber auch das Interieur. Im Bereich Vorbehandlung KTL habe ich 2000 angefangen. Ja gut, der Job als Gruppenleiter, da ist halt eben das Miteinander ganz groß geschrieben. Ja, was ich einfach an meiner Arbeit auch mag und auch schätze, ist halt das Thema, dass wir eben auch irgendwelche Ideen ausprobieren können, dass wir da halt die Freiheit haben. Für meine Mitarbeiter bin ich eben fachlicher Ansprechpartner und da halt auch die entsprechende Verantwortung für das ganze Thema Qualität und Prozess eben habe. Audi hat mir im Endeffekt immer die Möglichkeit gegeben, mich weiterzuentwickeln. Mit 30 bin ich das erste Mal aufs Pferd gestiegen. Also ich habe mich schlussendlich fürs Dressurreiten entschieden, weil es die höchste Form vom Reiten ist. Also gerade in der Feinheit, in der Präzision. Also mein Hobby hilft mir speziell im Beruf, weil du musst auch da auf verschiedene Charaktereigenschaften eingehen. Das Pferd kann sich ja nicht äußern, also du musst am Pferd erkennen, was er gerade für eine Stimmung er hat. Und dementsprechend brauchst du das gewisse Einfühlvermögen. Da habe ich mich schon entsprechend weiterentwickelt und kann auch mehr auf die Mitarbeiter und ihre Wünsche eingehen. Auch das Pferd, das gibt einem sehr viel zurück, gibt einem einfach wieder Kraft für neue Taten, dass du wirklich sagst, okay, jetzt pack ich es dann an. Und ist dann schön einfach zum Sehen, wenn du irgendwas erfolgreich geschafft hast. Da auch der gewisse Stolz, den man dann hat, was man alles erreicht hat mit dem Pferd. Du wachst miteinander. Reiten ist der perfekte Ausgleich, weil du wirklich dich voll und ganz aufs Pferd konzentrieren musst. Weil man sagt, wenn du nicht bei der Sache bist, dann setz dich nicht drauf. Wenn dein Pferd einen Fehler macht, suche bei dir. Und wenn du ihn nicht findest, dann suche genauer. Mein Name ist Andreas Dold und das ist mein innerer Antrieb.